Leute, Tag 1 von unserem Livestream-Event findet heute hier statt. Also Tag 1 im Sinne von, wir bauen erstmal auf und bereiten alles vor. Wir sind hier im wundervollen Steintor in Halle. Das ist das älteste Varieté Deutschlands, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Und genau, wir haben sowas ja noch nie gemacht. Wir gucken mal, wie das jetzt alles wird. Es ist auf jeden Fall viel zu tun, viel Licht, viel Kameratechnik. Wir haben ja schon diese komischen Bühnenteile aufgebaut. Und gucken mal, wie das wird. Und ja, viel Spaß. Vorstellen, das liegt jetzt alles seit einem Jahr in unserem Lager. Dementsprechend komplett verstaubt. Wir müssen erstmal gucken, ob alles noch funktioniert. Weil Live-Show und so ist eine Weile her. Aber es wird langsam. Du musst auch Playback anmachen, Volker. Ach so. Bei C für Corona ist der Strich, das ist gut. Wenn alle Corona haben hier, dann können wir auch drehen. Nummer 3. Nee, natürlich negativ. Natürlich. Ich kann es auch nicht kriegen, weil ich sitze jeden Tag im Studio alleine, seit Wochen, seit Jahren. Jetzt geht gleich auch ins Rekord. Ja, genau so ging es gerade auch. Kann man mal machen, ne? Hast du lieber Nase oder lieber Waffen? Ist egal, ist beide scheiße. So, also die größte Hürde ist schon mal geschafft. Es hat keiner Corona. Wir haben jetzt alle durchgetestet. Aber wir tragen trotzdem Masken, weil wir sind vernünftig. Nee, es läuft ganz gut. Jetzt gucken wir alle gleich zu. Das ist dann immer noch besser, vor der Kamera zu reden, wenn dann alle noch daneben stehen. So. Nee, Spaß. Also, es läuft ganz gut. Das Licht steht jetzt. Komischerweise ist es jetzt am dunkelsten bis jetzt. Aber deshalb muss hier der noch seine Extralampe halten. Nico nervt auch schon rum, wie immer. So langsam kommt wieder so ein bisschen dieses Tour-Live-Feeling auf. Wir sind ja alle so ein bisschen eingerostet jetzt. Und ich glaube, wenn man jetzt hier mal so rüberschwenkt, dann sieht man vielleicht auch nicht, weil es so dunkel ist. Das ist geil wird. Wir sehen uns.
Tag 2 unseres Livestreams. Heute ist es soweit. Heute werdet ihr alle dabei sein und unser geiles Konzert hier sehen, was hoffentlich geil wird. Wir arbeiten da auf jeden Fall hart dran. Es ist unglaublich viel Aufwand. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht dabei ist. Aber ich glaube, wenn man hier sieht, wer hier so rumwuselt und was hier alles rumsteht, so, kriegt man so eine Idee. Aber es ist schon echt verrückt und wir hoffen, euch wird es gefallen. Wir sind auf jeden Fall schon mega aufgeregt, dass alles klappt, aber es wird schon. Ja. Scheiße. Total beschissen. Ja? Naja, der eine ist am Scheißen, der andere ist nicht da. Hier sieht's aus wie Sau. Und es ist höchste Zeit für ein Bier. Ja, wir machen jetzt mal so eine Art Probe, bevor es dann heute Abend richtig losgeht, weil wir müssen ja auch mal gucken, ob wir das alles noch können. Ist schon eine Weile her. Und die neuen Songs vor allem, das ist schon tricky. Großes Team ist am Start. Ja. Natürlich Corona-konform. Naja, was willst du machen? Ja. Geht doch nicht anders. Ich singe heute mit Maske. Genau. Nee, natürlich müssen wir, dann machen wir sie dann ab. Nee, aber mal gucken, wie das wird. Also Nico kann die Songs noch nicht. Ich bin eigentlich schon ganz gut. Ich dachte, wir üben heute noch. Wir lernen das jetzt mal schnell. Mal gucken. Ja. So, was geht? Es ist vollbracht. Wir haben unseren Livestream erfolgreich abgeschlossen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Aufregung war für uns und für wie viel Arbeit es ist. Also kann ich noch mal diese ganzen Leute hier zeigen. Hier alle, also ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, aber egal, ich bin ein bisschen fertig. Es war mega aufregend, vor allem nach all der Zeit mal wieder eine Show zu spielen, die dann eigentlich gar keine richtige Show war. Aber irgendwie doch. Egal. Das erzähl ich nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt geschafft und wir sind mega happy und wir hoffen, dass ihr das auch gesehen habt. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, wenn dieses Behind the Scenes rauskommt, dann habt ihr noch genau 2 Tage Zeit, um euch noch ein Ticket zu holen und das nachzugucken. Und danach ist die Show für immer in den Äther verschwunden. Und deshalb, wenn ihr es noch sehen wollt, dann seid dabei. Es war auf jeden Fall geil, für uns eine mega Erfahrung. Aber wir können es uns jetzt auch kaum erwarten, wieder richtig live zu spielen, vor Leuten. Also richtig live vor Leuten heißt richtig live vor Leuten. Und live nicht vor Leuten heißt nicht ganz live, obwohl es trotzdem live ist. Und damit verabschiede ich mich. Bis denn.